Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 History Edition im Anno-Vember. Anno-Vember. Julian. Müssen wir noch welche, was du entscheidest, was wir Schiff von mir hören. Du hast da ja noch eine Fläche bei den Köhlereien freigelassen. Ja, die habe ich extra geplant, um noch mehr Köhlereien zu bauen. Wie viele sollen da rein? Zwei oder eine? Zwei eigentlich. Ah, es wird knapp, ne? Egal. Passt schon. Passt schon. Die arbeitet mit 90 und 87 Prozent. Ja, das ist okay. Passt. Ich habe auch das keinen Stein passt. Mehr. Nee, ich baue da keinen Weg, solange er kein Stein ist. Snake. Ja, das Schiff ist unterwegs. Ja, ich schicke aber auch mal. Okay, ja, Stein auf unserer auf Goldfurt ist halt leer. Ab dafür. Ja, ich kann, actually, Rushenhof hat nichts übrig. Ich hol mal aufs Wolfshafen noch ein bisschen was. Was habt ihr eigentlich für Probleme? Achso, ihr seid voll wahrscheinlich, ne? So, aber. Oh, ich hab vergessen, das Lederwämser-Ding zu bauen, letzte Folge, Tristan. Ganz schlecht. Was? Ich habe zwar eine dritte Saline gebaut, aber ich habe noch keinen, ich habe keinen Stein dafür. Aber ich kann jetzt auch die Werkzeugproduktion auf meiner südlichen Insel aussetzen lassen. Ja, ich könnte auch die oben aussetzen lassen. Ich glaube, Werkzeug ist mittlerweile... Ich könnte wahrscheinlich sogar Lederwämser von da nach darüber transportieren. Und jeder hat bekommen... Ja, ich mache halt Pelze. Pass mal auf, du Handelsroute. Okay, du bist halt voll mit Pelzen und Fleisch jetzt gerade. Na, ich lass es mal so. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Stein, bau mir Stein. Direkt wieder leer einfach. So. Upgraden wir das mal auf die Stufe, das ist okay. Ja, es wird schon passen so. Ja, Salinen. Wir haben sogar noch eine Sohle vorkommen. Jetzt muss ich erstmal noch so eine Dings machen. Können wir eigentlich sie anbinden? Nö, ne? Grad was nicht. Denn? Was willst du anbinden? Die komische... Die Hexe. Wir müssten ja theoretisch Hanf produzieren. Ah ne, wir brauchen Kräuter dafür. Never mind. Wir brauchen wahrscheinlich nochmal ein Schiff für die Handelsroute, oder Tristan? Wirklich? Soll ich mal ein normales, großes Handelsschiff machen? Ich mache ein normales, großes Handelsschiff, das haben wir noch nicht. Wir brauchen keine Bewaffnung, um ehrlich zu sein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Julian, ich habe geerntet wieder. Was hast du gemacht? Ich habe eine Handelsroute gemacht für Kupfer und Kohle da hoch, ne? Ja, hast du falsch gemacht. Ich habe die Kohle falsch eingestellt. Deswegen, egal. Lass die jetzt erstmal stehen, Tristan. Das ist so wie Julian vorher mit dem Ding. Einfach falsch rum eingestellt. Also der Bauer hier, also ganz ehrlich, dieses Haus hier, das ist Premium-Haus. Das eine Bauernhaus, das ich gerade neben der Kathedrale gebaut habe. Flussbauplatz, direkt neben Marktplatz, an der Kathedrale. Das ist der reichste Typ nachher in der Stadt.
Und er wird immer Bauer bleiben. Er wird immer Bauer bleiben. Ich werde nie upgraden. Jeder will das Grundstück, aber niemand bekommt es. Oh, Hilfe. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann upgraden. Okay, noch eine Schenke hier drüben irgendwie. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Alles klar. Achso, stimmt, ich wollte von da wollte ich oder Stein abholen. So, stimmt, aber ich brauche, wenn ich jetzt natürlich noch eins holen, eins gebaut habe, brauche ich natürlich von denen hier auch noch. Ja, das Handelsschiff gebaut? Ja, für die Route. Für welche Route? Ja, für die Dingsroute. Ach, wie heißt das? Dingsbummens Kerzen, genau. Aber hättest du das nicht einfach noch mit auf das große... Nein. Dings aufpacken können? Das ist voll. Schon? Es hat dreimal Dings, Gerberdinger und dreimal... Sammelt es so viel ein davon? Ja. Oder ist es geplant schon für die Zukunft? Das ist sowohl als auch. Eigentlich bräuchte ich nicht so viel Gerberzeug. Ich produziere noch nicht genug. Ey. Sagen wir es mal so. Na dann. Ich baue jetzt nämlich gerade nochmal... Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Alles klar, nicht mehr lange. Du kannst die Handelsrute schon mal einrichten, wenn du willst. Ich mache gerade nämlich noch Gesundheit, Ristan. Dankeschön. Ich mache nämlich gerade noch die Schweinestelle für die Gerberproduktion. So, das große Handelsschiff soll also die Route fahren. Die blaue Weite. Ja, ich habe gedacht, ich mache ein großes Handelsschiff, aber wir haben noch keins, oder? Wir haben noch keins, ja, da hast du recht. So, wo fährt es hin? Wo soll es anlegen? Wir bauen auf Tremünden noch eine Anlegestelle. Warte. Ich muss es sowieso ändern. Ich muss es sowieso noch ändern. Ich muss die anderen Handelsrouten auch ändern, dass Tremünden viel kürzer die Handelsroute hat. So, dann mache ich da eine Anlegestelle hin. Hafenmeisterei. Ihr könntet euch hiermit um das Sultanat verdient machen. Okay. Warte mal, die. Das ist eine weitere. Wollen die Leute etwa noch gar keine Kerzenstände oder was? Doch, doch. Nee. Patrizier wollen schon. Nein. Hä? 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 Die wollten das doch schon. Ihr werdet euch überlegen müssen, dass die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Hä? Haben wir wieder verloren irgendwas an Einwohnern? Wir haben nicht mehr... Ich habe mir das Baugebäude gar nicht mehr frei. Ja, umfassendes Wissen. Ich kann das Gebäude nicht mehr bauen, Tristan. Welches Gebäude? Ich kann keine Kerzendinger mehr machen. Doch. Das kann ich noch. Wir sind bei Patriziern drin. Ah, okay. Das Zeug ist alles bei Patriziern drin. Ja, ja. Okay, never mind. Weird. Ja, dann brauchen die das wohl noch nicht. Ich habe gedacht, die haben das schon gebraucht. Ja, die haben ja, hatte ich. Eines ihrer Schiffe an. Ernsthaft? Ihr Schiff verzieht die gegnerischen Feuer. Ich hab da gerade kein... Warte doch, ich hab ein Schiff. Das greift was anders an, aber es greift jetzt das an. So, Stein ausladen. Also, neue Route und dann, dann soll das Handelsschiff bei dem Kontor anlegen, oder? Ja, hätte ich gesagt. Kontor und dann halt bei Tremünden die ganz nahe Hafenmeisterei. Ja. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ja, da kommt ein großes Kriegsschiff. Hoffentlich. So, jetzt habe ich 1, 2, 3 genug. Ich habe auch 3 Dinge gebaut. Okay. Und ich weiß nicht, ob Puma das überlebt.
eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Auch überlebt. Bin mir da nicht so ganz sicher. Nee, man wird es wahrscheinlich über nicht überleben. Aber gut, die Route ist auch mittlerweile völlig überbewertet. Ja, ist true. Das ist trotzdem schade, es war unser erstes Handelsschiff. Ja. Hast du die Noria schon aufgefüllt? Nee, hab ich noch nicht. Sorry, ich bin gerade. Welche war's denn? Ich weiß es nicht. Ich hab's nämlich weggeklickt aus Versehen. Ja, ich auch. Ach, egal, es beschwert sich, wenn sie leer ist. Ja, ich hab aus irgendwas gedroppt gerade, das wollte ich gar nicht. Nein, bleib doch da stehen, du doofes Schiff. Ach, wir haben hier gar keinen Reparaturdock hier oben. Nee, wir haben in vielen Stellen noch keinen Reparaturdock. Kann die Brothandelsroute mal weiterfahren jetzt einfach? Scheiß auf die Handelsroute da oben. Ich verkaufe mal oben Eisenerz und Kohle. Soll ich eine Huma wieder bauen für die Handelsroute? Ja, wenn du willst. Irgendwo habe ich... Ich habe ein Schiff habe ich noch eingesammelt, Tristan. Also eins habe ich noch eingesammelt. Eine... müssen mal gucken. Wahrscheinlich haben wir schon 4 Kriegsschiffe zerstört. Aber nee, ja, wir haben erst drei. Ich habe aber irgendwo eins noch drauf liegen gehabt. Auf Antigua 2 habe ich noch eins drauf liegen. Echt? Ja, das versenkt gerade noch eins. Na gut, dann haben wir ja schon 4, weil ich habe 3 noch auf meiner Gainia. Ja, ja. Das ist es trotzdem versenkt. Wo hat der Sultan denn sein Kontor? Weiß ich nicht. Vom Sultan müssen wir es bringen. Wo ist der Sultan denn? Ah, okay, hier. Bei dem Großvisier. Ja, ja. Schiff fertiggestellt. Das ging aber jetzt schnell. Das hast du jetzt aber schnell gebaut, Tristan. Ja, das ist ein kleines Schiff, like. Das dauert ja nicht lange. So, dann habe ich davon nochmal 2. Habe ich noch eine 4. Sole-Mine? Wahrscheinlich habe ich Sole sowieso Überproduktion. Ja, ich habe Überproduktion an Salz. Egal, ich mache noch. Produktion kommt zum Erliegen. Autosave. Spiel. Boah, langsam. Mittlerweile braucht der Autosave richtig lange. Naja. Na gut, dann kannst du ja erstmal Happy Gebäude ausbauen. Mache ich auch gleich. Ich baue jetzt gerade noch eine. Die 4. Salzmine. So, damit habe ich theoretisch die 4. Gerberei. Und damit habe ich alle Flussbauplätze auf der Insel hier belegt. Man es glaubt oder nicht. So, wir müssen die Sachen noch einsammeln, by the way.
Hast du die schon... Okay, du hast schon noch umgepackt auf dein Schiff. Was denn? Die Beweise da. Ja, die fahre ich jetzt alle da runter. So, ich glaube, ich baue hier mal noch einen Reparaturkran. Und entweder hier so vielleicht. Ich glaube, hier noch so. Da brauche ich eigentlich keinen. Nö, für was auch. Wobei, ich könnte hier einbauen. Aber kostet eigentlich nur... Oder kostet überhaupt was? Nö. Doch, er kostet 20 Unterhalt. Ich bin begierig, euren Bericht zu hören. Ich danke Allah, dass er euch... Was? Was? Ja, gut, Tristan, ich würde sagen... Guess, wir müssen in der nächsten nahen Zukunft keine Schiffe mehr bauen. Ich wollte gerade sagen, wir bauen dann jetzt mal... Mit dieser Angelegenheit. Okay. Zwei orientalische Krieger werden in Röschenhof gesucht. Na super. Eine Wimmelbildaufgabe. Warum? Der größten Stadt, die wir haben. Ich klicke einfach irgendwas an. Naja, die müssten ja gerne aus. Zumindest halbwegs auffällig sein, oder? Ja, hätte ich jetzt schon gesagt, aber... Aber... Ich habe halt auch keine Ahnung, wie die aussehen. Ich auch nicht. Ich gucke ja gerade, aber der... Der Wuselfaktor ist halt... Ich hab einen gefunden. Ja, ich nicht. Klick drauf, Christa. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Wir brauchen zwei. Wo war die? Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hä? Ja, okay. Wir müssen jetzt noch ein Schiff bereitstellen hier. Aber, du machst das mal. Ja, wir haben beide. Okay. Naja. Ich hab die Hand, drei Handelsschiffe habe ich mal nach Röschenhof hochgeschickt. das Spiel dachte sich auch so, ja, okay, du hast gerade ein neues kleines Handelsschiff gebaut, jetzt kriegst du drei große. Nice! Mann, ey. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Natürlich. Actually, Tristan. Kommt zum Erliegen. Das eine Bauernhaus wird tatsächlich immer ein Bauer werden oder zumindest ein Bürger bleiben, weil es nicht in Range von einer Schenke ist. Witzig. Wobei ich eigentlich nur eine Schenke bauen muss, von dem her ist es eigentlich egal. Dann wird es nämlich wieder in Range sein. Na, jetzt ist... Bevölkerung benötigt einen Medikus. Weiß ich, hab das Haus gerade gebaut! Aber gar kein Problem, ich baue dir einen Medikus. Ein gutes Gefühl. 3, 1. So.
jeden Fall produziere ich mittlerweile genügend Perlen. Das ist keine und Dings auch. Was? Duftstoffe, Dingensbummens? Nö. Die aber kriegen es ist auch keine ausreichend, mehr. Dass die Leute nichts gegen mich haben, deswegen. Na, okay. Aber du lädst mal das noch ein und dann schließen wir nächste Folge, hätte ich gesagt, die Quest ab. Wo muss ich zum Sultan, ne? Ihr habt in dieser Sache. Ja, einfach zu. Naja, Hassan. Zum Visier fahren. Ja, okay. Nicht Hassan, sondern zu dem. Ach ja, genau. Ja, du weißt, wo ich hin will. Ja, ja, aber es passt schon. Hassan wäre auch witzig. Wenn der uns eine größere Quest gibt, dann müssen wir bestimmt Schiffe zerstören. Mal wieder. Ja, mal wieder. Gut, dann würde ich sagen, Christian, ja, das war's schon wieder mit der Folge. Ach, ihr hasst mich einfach. Ihr hasst mich einfach, ist okay. Hab's verstanden. Tonnen Werkzeug auf Rösten. Ich habe kein Holz mehr, Tristan. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.